Hey, hier ist Ronja und wir machen heute das lang erwartete Q&A mit einem Haufen Fragen, die ihr mir gestellt habt. Falls ihr wieder Fragen habt fürs nächste Q&A, können wir schon mal sammeln. Falls ihr mit Hashtag FrageRonja in die Kommentare von irgendeinem Video schreibt, kann ich die später rausfiltern und dann kann ich sehen, wer was gefragt hat. Ich glaube, ich habe hier 1, 2 dabei von vor 7 Monaten. Also hat sich das gelohnt, das lange Warten. Und yes, by the way, falls ihr euch fragt, warum ich angezogen bin, wie ich angezogen bin, es liegt daran, dass es mein Halloween-Kostüm ist. Das ist heute angekommen. Ich bin excited. Es hat so eine kleine Kapuze. Es hat so kleine Pikachu-Öhrchen. Das ist aber nicht der Punkt vom heutigen Video. Der Punkt ist, dass wir Fragen beantworten. Und ich würde sagen, dann let's go. Kurzer Reminder, falls ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Ich lade jetzt öfter hoch, quasi täglich. Falls Shorts als täglich zählen, dann täglich. Und yes, dann verpasst ihr nichts mehr. Einmal drücken, bitte. Dankeschön. Ronja, ich habe eine Frage. Machst du schon lange YouTube? Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Knapp daneben, aber guter Versuch. Ja, im Mittel. Ich habe das Gefühl, für mich fühlt es sich noch nicht so lange an. Aber ich habe neulich geguckt und mein Kanal ist jetzt schon 4 Jahre alt. Fühlt sich nicht so an. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, to be honest, ich habe es halt auch lange Zeit einfach nebenher gemacht, weil ich halt studiert habe. Und dann war das halt mit YouTube mehr so ein Seitending. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass da so viele Jahre meines Lebens drin stecken. Zum Beispiel bei vielen von den anderen weiß ich, dass sie das halt hauptberuflich machen. Beziehungsweise auch schon seit langer, langer Zeit hauptberuflich machen. Ich mache das jetzt erst seit, ich will sagen, diesem Jahr hauptberuflich. Und ja, ungefähr so. Frage Ronja, magst du Harry Potter? Ich habe nie Harry Potter gehört oder gesehen oder gelesen. Ich habe die ersten 2 Bücher gelesen, als ich ein Kind war. Dann hatte ich von dem zweiten, der zweite ist halt der mit dieser Schlange in der Wand, so eine Angst, dass ich den dritten nicht mehr lesen wollte, weil ich, legit, ich hatte so eine Angst. Als Hintergrundinformation müsst ihr wissen. Okay, wir hatten ein Haus, wo ich gewohnt habe, als Kind. Und da war halt so ein Kaminschacht. Und der ging halt durch das ganze Haus und da war der halt hohl. Und dann liest du ein Buch über halt diese blöde Schlange, die in diesen Wänden da so rumschlängelt. Und du bist so, holt mich nicht so ab persönlich. Ja, jedenfalls war ich danach ängstlich und habe mich nicht mehr getraut weiterzulesen, weil ich ein kleiner Schisser bin. Ich hatte, als ich würde gerne sagen jünger, aber als ich so 12 war, hatte ich locker 3 Wochen, 4 Wochen Albträume oder halt wirklich Angst auch vor dunklen Ecken, weil ich Angst hatte, dass der blöde Sensenmann aus Sims 2, ein Spiel für Kinder ab 6 Jahren, möchte ich nur hinzufügen, dass er da steht. Stand ja nicht. Stand ja nie. Ja, ich bin großer Angsthase. Hier, vor 8 Monaten, das ist, was ich meinte. Schon wieder ein cooles Video. Du machst echt spannende, lustige, unterhaltsame Videos. Ich freue mich immer wieder, sie anzuschauen. Erstmal Dankeschön. Ich habe 3 Fragen. Kannst du mal wieder ein Q&A machen? Selbstverständlich, sehr gerne. Mache ich gerade. Wann hast du Geburtstag und welche Jahreszeit magst du mehr? Ich habe Geburtstag am 14. August, also ich bin Sommerbaby. Und ich mag deswegen den Sommer auch am liebsten. Der Sommer ist meine liebste Jahreszeit. Aber ich mag den Frühling auch. Ich mag den Winter auch. Ich mag am wenigsten gerne den Herbst, weil da alles so nass und verregnet ist. Und ich voll gerne spazieren gehe. Und im Herbst immer schon alles so früh dunkel wird. Und im Winter hast du wenigstens Schnee und dann ist es hell und dann ist es schön. Aber im Herbst, der Herbst ist so kalt. Frage Ronja, wie alt bist du und wie viele Haustiere hast du und was für einen Computer benutzt du? Such dir eine Frage aus oder beantworte alle. PS, mega Video. Ich liebe, wenn du animierte Geschichten schaust. Das ist immer so witzig und cool. Erstmal vielen Dank. Das ist sehr lieb von dir. Das freut mich. Und ich habe 2 Katzen. Ich habe einen Kater und eine Katze. Die heißen Chobi und Nala. Die seht ihr wahrscheinlich im Hintergrund von den Videos oft rumlaufen oder miauen, weil der Chobi ist draußen Kater geworden. Eigentlich wollten wir nicht, dass er ein Draußenkater ist. Also ich wollte nicht, dass er ein Draußenkater ist. Aber er ist jetzt ein Draußenkater. Er steht stundenlang vor der Haustür und schreit und ist so unglücklich. Und dann muss man ihn rauslassen. Und erst ist er nur in den Garten gegangen, das war okay. Und jetzt geht er seine Wege. Aber hier ist nicht so viel. Wir haben hier so ein großes Feld um die Ecke. Und ja, dann kann er mit anderen Katzen kämpfen. Frage Ronja, hast du Geschwister? Und wenn ja, wie alt sind sie? Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Der ist 3 Jahre jünger als ich. Wir sind gut miteinander. Wir freuen uns, dass wir Geschwister sind, I'm assuming. Der schneidet voll oft die Videos für mich. Deswegen, falls ihr das hier seht, dann hat er das geschnitten. Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Frage Ronja. Bisschen cringe Frage, aber könntest du dir vorstellen, mit Easy zusammen zu sein? Oder allgemein mit einem Mädchen? Du bist sehr sympathisch und ich hoffe, dass die Frage nicht allzu komisch ist. Erstmal, alles gut, keine Sorge. Ich glaube, es wäre nicht unbedingt was für mich. Ich habe das Gefühl, ich wäre persönlich
hätte ich gerne die Option, mit Mädchen zusammen zu sein. Das wäre mir, wahrscheinlich wäre es mir tausendmal lieber. Das klingt richtig chillig. Dann kannst du abends Mädelsabend machen und du kannst, weißt du, deine Abende machen. Du kannst die gleichen Sachen gucken. Du kannst die Wohnung hübsch einrichten. Das klingt richtig... Du wohnst mit deiner besten Freundin zusammen. So stelle ich es mir vor. Aber leider funktioniert das für mich nicht so gut. Deswegen wahrscheinlich nicht. Frage Ronja, wann kommt wieder ein Minecraft-Video mit Chaosflo44? Da muss ich dich leider enttäuschen. Das wird dieses Leben nichts mehr. Der Flo und ich, wir haben, ohne Mist, wir haben seit Jahren keinen Kontakt mehr. Wir haben irgendwann mal, als die Easy mit dem Flo angefangen hat aufzunehmen, mal geredet und haben halt so ein bisschen unsere Sachen geklärt, weil wir uns ja gestritten hatten. Ich weiß nicht, wie viele ihr davon mitgekriegt habt, die jetzt mittlerweile noch den Kanal gucken. Aber ich war früher mal in der Aufnahmegruppe mit dem Flo und dem Tops und halt mit mir, der Ronja. Und genau, dann haben wir da halt aufgenommen. Dann wurde ich halt aus der Gruppe mehr oder weniger gejagt. Aber ja, wir haben alles geklärt und wir haben einfach nur keinen Kontakt. Wir sind jetzt nicht unbedingt Freunde und wir werden auch nicht mehr wirklich Videos miteinander aufnehmen. Also tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen, aber nein. Frage Ronja, wann und wie hast du Easy kennengelernt? Das habe ich tatsächlich schon mal beantwortet in meinem letzten Q&A. Das kann ich hier oben beim i gerne einmal verlinken. Dann könnt ihr euch das da angucken. Dann beantworte ich nicht alles doppelt und dreifach. Frage Ronja, kannst du mal auf Easys 1 Million Abonnenten Special reagieren? Und kannst du mal wieder ein Minecraft-Projekt machen? Ja und nein. Ich würde super gerne auf das Special reagieren, beziehungsweise habe ich auch vor, mache ich jetzt, filme ich nachher. Bin ich nur davor noch nicht zugekommen, aber das wird passieren. Ich bin excited, es mir anzugucken. Ich freue mich auch voll für die Easy, dass sie auf 1 Million gekommen ist, ohne Mist. Das freut mich voll. Habe ich ja auch geschrieben an dem Tag und ich so, hey, alles Gute, congrats. Okay, jedenfalls, ob ich mal wieder ein Minecraft-Projekt machen würde. Das mit Minecraft, ich habe ein bisschen eine Hassliebe zu Minecraft. Eigentlich, ich mag das Spiel voll und es ist voll cool und du kannst so viele Sachen machen. Mir wird so übel. Mir wird so schnell so übel. Ich habe irgendwie eine weirde Form von Motion Sickness. Und das Letzte, was Easy und ich aufgenommen hatten, war, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, Minecraft Fairy. Das war ein super süßes Projekt. Wir waren kleine Feen. Aber es war alles halt kleiner und es war alles so ein bisschen mit Chisel gebaut. Irgendwas an diesen anderen Dimensionen hat die Bewegung richtig, richtig weird gemacht. Und jedes Mal, wenn wir eine Folge aufgenommen haben, waren wir danach kotzübel, weil ich halt Motion Sickness gekriegt habe. Es ist wie wenn ihr im Auto hinten sitzt und ihr seid an eurem Handy und euch wird einfach übel. Und ja, jedenfalls ist es bei mir ganz, ganz schlimm. Vor allem bei Minecraft, irgendwas in dem View-Bobbing oder was auch immer die da haben, funktioniert einfach nicht gut für mich. Deswegen bin ich froh, dass ich auch alternativ Roblox machen kann, weil ich das da halt gar nicht krieg. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich krieg das manchmal auch bei bestimmten Farben. Wenn ich ins Nether gehe oder sowas in Minecraft, dann kriege ich das auch ganz mies. Oder wenn ich mit dunkel-lila Blöcken baue, kriege ich das auch. Ich bin kein Arzt, ich kann euch nicht sagen, warum. Frage Ronja, warum machst du nicht viel Folgen? Es tut mir leid. Es tut mir ehrlich leid. Ich war krank. Ich war echt lange krank. Ich hatte Corona im Juni oder Juli dieses Jahr. Und das hat sich so lange gezogen. Ich lag 3 Tage im Krankenhaus und meine Blutwerte waren richtig, richtig, richtig schlecht, weil gefühlt zu wenig Antikörper bei mir da waren. Und dann konnten die mich nicht gehen lassen, weil die halt gesagt haben, ja, das ist halt gefährlich. Ja, jedenfalls war ich dann im Krankenhaus. Dann durfte ich nach Hause, dann hatte ich immer noch echt lange Corona, dann ist es echt nicht weggegangen. Dann war meine Lunge schlecht, weil ich wahrscheinlich Long-Covid oder irgendwas hatte, keine Ahnung. Jedenfalls war meine Lungenfunktion, musste ich dann zum Arzt. Es gab so einen Bereich von halt rot, einen Bereich, dann gelben Bereich und dann grünen Bereich und ich war ganz unten rot. Ich war das Schlechteste vom Schlechtesten. Ich habe 3 Sätze gesagt, ich war außer Atem. Ich bin 2 Treppenstufen gelaufen, ich war außer Atem. Es ist, als ob ich 100 Kilo mehr gewogen hätte. Super anstrengend, gefühlt, man konnte sich auf nichts konzentrieren. Ich hatte die ganze Zeit Migräne. Aber jetzt bin ich wieder gesund, deswegen kann ich jetzt wieder hochladen. Ich mache momentan wieder jeden Tag Videos, aber nicht jeden Tag ein langes Video, sondern auch mal ein Short. Deswegen ist es momentan so ein bisschen Video, Short, Video. Short, Video, irgendwas in dem Dreh. Ich habe noch keinen guten Upload-Plan. Sobald ich einen habe, poste ich den irgendwo im Community-Tab. Aber ja. Frage Ronja, alles gut bei dir und Easy. Ihr postet schon lange nichts mehr zusammen. PS, ich liebe deine Videos und ich finde dich mega cute. Erstmal vielen Dank. Die Easy und ich, wir haben nicht aufgenommen, weil ich halt krank war. Ich habe halt ich glaube, ich habe gar nicht aufgenommen. Ich habe locker einfach 2-3 Monate auf dem Kanal nichts hochgeladen. Immer wenn die Easy und ich uns verabredet hatten, wir waren so, yo, wollen wir aufnehmen? Ich war so, Okay, es wird hoffentlich besser, wir können aufnehmen. Und dann war ich so, Easy, es tut mir leid, es geht mir so schlecht. Aber ja, wir haben jetzt neulich geredet und wir nehmen jetzt diese Woche noch auf. Das heißt,
nächste Woche könnt ihr euch auf ein neues Video Funny Easy und mir zusammen freuen hier auf dem Kanal. Ich freue mich sehr. Ohne Mist, ich freue mich so, dass ich wieder gesund bin, dass ich wieder normal filmen kann. Ich habe das voll vermisst. Frau Granja, kannst du mal deine Wohnung in einem Video zeigen, wenn du das möchtest? Ich habe tatsächlich schon mal eine Roomtour gemacht. Also ich verlinke euch hier auch das Video. Ich habe ein, zwei Sachen noch geändert. Ich habe das Gefühl, das macht man immer. Ich bin ein kleiner Umbauer. Ich habe ein neues Bett und ein neues Sofa und eine neue Wohnzimmerkommode und halt all die Sachen. Aber abgesehen davon sieht meine Wohnung noch gleich aus. Also falls ihr einen ungefähren Eindruck haben möchtet, könnt ihr das Video einfach gucken. Und ja, dann seht ihr, wie ich wohne. Können du und Easy please mal wieder ein Minecraft-Projekt machen? Ich vermisse es so sehr. Wie gesagt, mein Verhältnis zu Minecraft ist gespalten. Ich glaube, die Easy hat momentan halt auch einfach viel um die Ohren, weil die ja auch ihren Main-Channel hat. Und so ein Projekt braucht viel Planung. Aber falls alles sich wieder beruhigt und ein bisschen weniger los ist, dann können wir auf jeden Fall mal drüber reden und gucken, ob wir eins machen. Und dann kämpfe ich einfach durch meine Motion Sickness. Vielleicht gibt es irgendwelche Tabletten oder sowas. Frag Ronja, was für ein Schneideprogramm benutzt du? Wie gesagt, mein Bruder schneidet meistens für mich, lieberweise. Und der benutzt... Früher haben wir Premiere Pro Adobe After Effects gehabt. Jetzt haben wir DaVinci Resolve. Also eins von beidem. So, das war's dann aber auch mit den Fragen für das heutige Video. Wie gesagt, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ich antworte auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi!